Prima. So, und der Mann, der dort hinten sitzt, der hat auch mit Singen zu tun. Das klingt allerdings ein bisschen anders, wenn er singt. Und das gucken wir uns jetzt an, weil es ist eine tolle Nummer, die alle hier, die hier zu uns gekommen sind heute Morgen, natürlich kennen. You save me, I save you. A miracle that was made for two. Dieser Song machte Julian Peretta in diesem Jahr deutschlandweit bekannt. Vor 6 Jahren landete Julian mit Wonder Why seinen ersten Hit in den französischen Top 10. Damals ist er 21 Jahre alt und sein Stil jugendlich und verspielt. Kritiker sahen in ihm nur ein One-Hit-Wonder, doch Julian entwickelte sich weiter. Seine Songs schaffen es regelmäßig in die französischen und belgischen Charts. Mit Miracle ist ihm nun auch der Erfolg in Deutschland gelungen. Julian Peretta ist bei uns. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das ist, klingt ja schon mal perfekt. Er hat gerade erzählt, er war nicht, ist nicht zum ersten Mal in Bordeaux, sondern schon ein paar Mal hier aufgetreten. Um die Gegend kennst du, ne? No, I've been here definitely many, many times. Ich war ja schon sehr, sehr oft und war ja sehr oft in Frankreich auf Tour. Und Bordeaux ist eine super cool, coole Stadt und das ist hier sehr nett hier, sehr cool, gefällt mir hier. Ja. Und der Auftritt wird auch zeigen, dass man auch vor wenig Zuschauern auftreten kann. Das bist du eigentlich aber gar nicht mehr gewohnt, denn Julian Peretta hat klein angefangen und dann nenne ich mal einfach ein paar Namen: Amy Winehouse, Beyoncé, Tour mit Ed Sheeran und nur noch die großen Geschichten. Ist es dann schön, mal wieder zurückzukommen und vor, ich sag mal, ungefähr 15 handverlesenen deutschen Fans zu spielen? Exactly. Ja, ja. Das ist schön. 15, mal wieder German vor 15 deutschen Fußballfans zu spielen und vor ihnen und vor allen anderen auch. Mir gefällt das. Ein kleines Publikum ist genauso gut wie ein großes. Ganz genau. Die Erfolgsgeschichte ist, wenn man klein anfängt und froh ist, wenn überhaupt jemand zu seinen Konzerten kommt und es endet dann in so einer Erfolgsgeschichte, wie du sie jetzt hast, hat man dann Demut vor dem, was da passiert ist? Exactly. That's the I think coming from a background. Ja, klar. Wenn man klein angefangen hat in Pubs und Bars oder vor den Eltern gespielt hat oder vor dem Hund und dann nach 5 Jahren ganz viele Leute da im Publikum stehen und die Tickets kaufen für die eigene Show, ist das unglaublich. Dann bleibt man bescheiden. Man muss. Das geht ja nicht anders. Man kann ja eigentlich auch nicht wie auf kleinerem Publikum wieder spielen. Man muss diese große Sache genießen. Du hast also tatsächlich vor deinem Hund gespielt. Ja, natürlich. Ich habe bei Gartenpartys gespielt, als ich 15 war. Da hatte ich noch eine eigene Band, klar. Und da waren natürlich auch Hunde mit dabei und andere Tiere, klar. Du hast bei der Eröffnungsfeier gespielt, hier bei der Europameisterschaft unter dem Eiffelturm. Warst da, hast also eine Verbindung zu dieser Europameisterschaft. Kriegst du viel mit? Hast du Spiele gesehen? Und natürlich, die Engländer sind nicht mehr dabei. Aber wie empfindest du es hier? You know, it's been... quite hard for me to, das war wirklich sehr schwer, das nachzuhalten, weil ich so viel unterwegs bin im Augenblick. Ich bin ja auf Tour und ich habe nicht viel gesehen. Ich weiß, dass England eine Katastrophe erlebt hat in fußballerischer Hinsicht. Mein Vater hat mir das erzählt, aber ich freue mich, dass die Italiener morgen spielen, am Samstag. Das wird ein gutes Spiel. Mein Vater ist ja aus Italien. Das wird ein Riesenspiel. Hoffentlich kann ich das wenigstens sehen. Also, er freut sich, vielleicht sieht das ja, das würde mich freuen. Und Hunde scheinst du zu mögen, der deutsche Hund hier zumindest, Paco, der deutsch-spanische Hund, muss man ja sagen, der freut sich auch schon auf dich und vor allen Dingen auf deinen Auftritt. Wir freuen uns gleich auf Julian Peretta mit Miracle in einer tollen Version, die man so noch nicht gehört hat. Wir haben es gerade schon mal erklingen lassen können. Das klingt schön. Ist für dich was Außergewöhnliches, das so in einer akustischen Version zu spielen? Exactly. Ja, schon. What is a great thing about, und das Schöne an der ganzen Sache ist ja, an Miracle, so einer Single, ist, dass man dazu tanzen kann, aber man kann die auch als akustische Version mit der Gitarre spielen. So habe ich den Song ja auch geschrieben. Ja, ich freue mich. Super. Genau. Und es gibt schon mal einen kleinen aufmunternden Applaus von unseren Fans, oder? Ah, perfekt. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder aus Bordeaux mit Julian Peretta und mehr Fußball. Bis gleich.
Hast du den Besitzern übrigens schon gesagt, dass du den Hund mitnehmen wirst? Ich frage nur mal so. Vielleicht solltest der, du das schon ja, mal... Ja, der ist toll, muss man wirklich sagen. Ja, packst ihn bitte für mich ein. Ne? Wir brauchen dringend einen Momahund. Ja, genau. Danke, Peter. Bis gleich. Mit. Und wenn es denn so käme, wäre es für Island ein Miracle, ein Wunder natürlich. Miracle. Ja, genau. Oder Miracle. Genau. Und das ist eine große Überleitung für das nächste Thema, denn wir freuen uns sehr, dass der Mann jetzt bei uns ist und mit ihm werden wir zusammen ein Stück erleben. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Noch vor, ich glaube, es sind 14 Tagen oder gewesen, von 500.000 Leute gespielt in Paris, bei dem Eiffelturm zur Eröffnung der Europameisterschaft mit diesem Song. Und heute vor 15 deutschen Fans am Strand von Cap Ferret. Und ich sag dir eins, Julian, wenn du das hinkriegst, ja, dann kannst du überall bestehen. Oh, of course. Aber selbstverständlich. Wer am Eiffelturm spielen kann, schafft es auch am Strand hier in der Nähe von Bordeaux. Wenn du jetzt von hier weiter reist, du bist ja viel unterwegs zurzeit, wo sind die nächsten Termine, wo du hin musst? Heute fahre ich zurück nach Paris. Da habe ich eine Fernsehshow am Nachmittag und dann bin ich im Sommer auf Tour und bin auch wieder in Deutschland. In Baden-Baden werde ich spielen, ja. Finde ich ganz große Klasse. Im September wird das sein. Und dann hoffentlich kommt bald auch die Deutschland-Tour am Anfang 2017. Das wäre schön. Oh, und da können wir uns jetzt schon drauf freuen. Und als kleinen Vorgeschmack, nämlich das ist eine Premiere, Weltpremiere, diesen Song in Unplugged zu hören für uns hier. Und dann freuen wir uns natürlich auf die Konzerte in Deutschland, wünschen toi toi toi. Wir sehen uns ja gleich nochmal. Und jetzt, ja, Julian Peretta mit Miracle. Thank you. Thank you. When the wolves run wild, I watched it burn across the sun and above the clouds. The siren's clear. I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out. We're living forever in our ghost town, in our ghost town, in our ghost town. Save me, I save you, a miracle that was meant for two. I save you, you save me, a miracle with every beat of my heart. Oh yeah, oh, oh, oh yeah. Save you a miracle that was meant for two. I save you, you save me a miracle in every beat of my heart. Oh yeah, oh 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 yeah, oh 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 yeah, oh 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 yeah, every beat of my heart. Oh yeah. You save me, I save you, a miracle, every beat in my heart. Dankeschön. Julian Peretta. Als Künstler ist man ja nie zufrieden. Bist du zufrieden mit deiner Version? Yeah,
Ja, aber you know, it's always a great thing for me. Das ist immer schön, wenn ich den Song so spielen kann, weil ich nämlich den auch so geschrieben habe, nur mit der akustischen Gitarre. Und das ist schön, wenn man die produzierte Version in ganz Europa hören kann. Aber es ist schon, ist ja erst früh morgens. Ich brauche noch einen kleinen Schub, aber ich finde es schön, wirklich großartig. Wir fanden es großartig und das ist die Gitarre, auf der das Stück komponiert wurde. Kurz nochmal zum Fußball. Bei Deutschland, Italien scheiden sich die Geister. Du hast erzählt, dein Vater ist Italiener, dann ist klar, auf welcher Seite du stehst, ne? Exactly. Yeah, ganz genau. Dad is Italian, mein Vater kommt aus Italien und ich weiß, dass meine ganze Familie zugucken wird und Italien natürlich anfeuern wird. Aber ich liebe Deutschland natürlich auch. Und ich weiß, dass Deutschland eine gute Mannschaft hat. Ich weiß es nicht so genau, aber die Italiener sind auch ganz gut. Wer weiß schon, was da passiert? Ich weiß es nicht. Aber ich muss natürlich als Halbitaliener Italien unterstützen. Aber das heißt nicht, dass Deutschland nicht mag. Das ist auch richtig so, weil wenn du dich umguckst, du hast welche im Rücken, die könnten dir da in den Rücken fallen. Also die da. Yeah, obviously I have some natürlich habe ich hier auch ein paar deutsche Fans hinter mir und die wollen natürlich keinen Ärger haben. Nein, ich muss hier ganz politisch bleiben, das war nur ein Witz. Dankeschön, thank you und ja.